Hallöchen und herzlich willkommen. Läuft die Aufnahme? Ja, ne? Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play FIFA 15. Mein Name ist Franconia und ich wünsche euch mal wieder allen viel Spaß bei der nächsten Partie gegen Darmstadt 98. Und zwar Auswärtspartie und da müssen wir jetzt mal hier langsam echt uns heranhalten. Dass wir hier noch hier was mit dem Aufstieg zu tun haben. Wir sind zwar aktuell Dritte, sprich Relegationsplatz. Aber, nein, ich bleib da immer hängen. Etzler, so ein Arsch. Ich bleib da immer hängen, Alter. Jetzt wäre ich fast nicht hängen geblieben. Und ich bleib da wieder hängen, ey. Ich bleib da immer hängen. Yeah, ich hab getroffen, Alter. Yeah, und das zweite getroffen. Wunderbar. Es läuft doch. Nein, Alter, jetzt hab ich doch einen Pfosten an. Der Wichser. Ja! Und der letzte. Nein, wo bleibe ich? Da bleib natürlich wieder hängen hier. Kack doch die Scheiße an. Beziehungsweise scheiß doch die Wand an. Egal, wir sind jetzt zu Gast in Darmstadt mit der wunderbaren Choreografie von Darmstadt 98. Wir müssen heute unbedingt dringend gewinnen. Denn die Saison neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Die Punkte, die wir jetzt holen, die müssen wir später nicht mehr holen. Klasse, Tor, 1-0 für den Club. Alessandro Schöpf, was war denn das, oder? War das alles? Ja, oder? Ja, oder? Ich weiß es gar nicht. Hier, schaut mal, hier, Doppelpass. Was für ein Tor. Durch Davy Selke, Doppelpass. Yes. Und 1-0, klasse. Drittes Saisontor, vierte Spielminute. So beginnt doch hier die Sache ganz gut. So. Das muss doch jetzt mal Ruhe reinbringen hier in die ganze Aufregung, die letzten Spiele hier, die wir gehabt haben. Schön. Füllgruch. Schön, immer noch Füllgruch, Alter. Ah. Gerade hier Doppelpass versucht. Und Mösmer sieht Koch, der sieht den Mendler. Aber wieder geklärt und André Petrak passt wieder hinaus auf oder zu Füllgruch. Der schöne Seitenwechsel auf Markus Mendler. Nein, 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 Junge, 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 Alter. Und wieder dieser herrliche Seitenwechsel auf Markus Mendler. Der verzieht, beziehungsweise der leitet hier den Fehlpass ein. Jetzt Konter über Kempe auf der linken Außenbahn. Kempe gegen Czeluska lässt er den Mann stehen einfach. Obacht jetzt stark gegen Jungert. Und stark. Hier lässt sich hier nichts vormachen. Und Koch, Robert Koch, auch eine sehr gute Saison gemacht. Und Mendler wieder jetzt am Ball. Schön auf der Davy Selke, aber eieiei. Biada. Da musst du aufpassen hier. Musst du aufpassen. Aufpassen! Obacht! Obacht! Und schön geklärt. Und jetzt der Konter. Wow! Es geht mit denen ab hier.
was geht denn mit denen ab? Aber hier geht gerade gar nichts ab. Hier geht mir gleich einer ab, wenn wir hier nicht gescheit was zusammenspielen. Doch. So, weiter geht's. Schön. Jawohl, Mendler. Stark. Koch. Füllkrug. Petrak. Jetzt läuft das Bällchen hier. So, jetzt erstmal in Ruhe hier von hinten aufbauen, aber dann dieser Fehlpass von Mösmer, das ist mir gar nicht gewohnt von ihm. Jürgen Mösmer, Alter. Nein, Junge, 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 Alter. Ja, das sieht man. Die haben wir auch momentan. Wir haben auch momentan wahnsinniges Verletzungspech, das ist ja. Und da merkt man, dass diese Mannschaft, ja, dass es da mit an der zweiten Reihe fehlt. Ich krieg den Ball nicht weg, da. Etzeler mit Mösmer. Jürgen Mösmer, der Junge ist zwar jung, aber erfahren. Auf Selke. Aber Selke kann sich da nicht durchsetzen, wie immer. Ey. Oh, war eigentlich eine große Hoffnung, ne? Dieser Selke. Dass der jetzt einschlägt wie Jakob Silvestre damals. Als er noch bei uns gespielt hat. Aber bis jetzt, da hat er nur ein Tor geschossen, das auch im Pokal. Oh, wow, wow, Junge! Mann! Das ist doch keine gescheite Mannschaft hier. Etzler Konter mit Alessandro Schöpf. Sich da wie Selke, aber der ist mal wieder zu langsam, Alter. Hm, da braucht man einen bulligeren Spieler, der sich auch durchsetzen kann. Er ist zwar gut, er ist auch ein gutes Talent, aber kann sich doch noch nicht so durchsetzen, obwohl er ja aktuell in echt live, in real life, sich bei Werder Bremen momentan ganz gut schlägt und einer von den Besten ist. Schön, Etzler. Ja, Doppelpass, Alter. Mein Junge, da wollen sie den Ball neidrogen, oder was? Gibt's doch nicht. Etzler, Obacht. Behrens. Stark. Gegen Behrens oder gegen Biada. Oh Mann, Alter. So doof, so eine doofe Mannschaft wie der Club, ey. Das darfst du echt kaum erzählen, ey. So eine Hinterwälder Mannschaft, ey. Füllkrug. Auf, Junge. Auch ein Ex-Veteraner. Da lässt er sich den Ball abnehmen. Da lässt er sich den Ball abnehmen. Das gibt's doch nicht. Alter, verstehst du? Bundesliga-Spieler, ey, haben wir hier. Ja, jetzt. Komm weiter, ey. Haben wir nicht großartig Zeit hier, Mods. Schön. Klasse. Ja! Ja! Pfosten, yes! Yes, der zählt! Der zählt! 2:1 für den Club. 45. Spielminute hier nochmal schön raus von Alessandro Schöpf. Da geht der Lapper nicht hin. Warum geht er nicht hin? Weil er es nicht braucht. Und Robert Koch, ist das Robert Koch? Das ist der Robert Koch mit der Nummer 15. 2:1. Yes! In den Pfosten. Ein bisschen glücklich. Erstes Saisontor. Aber was soll's? Wir führen mit 2:1. Puh, durchatmen. Halbzeit hier in Darmstadt. Eieiei, jetzt müsst ihr mich mal kurz entschuldigen. Ich muss mal kurz was trinken. Sonst versagt hier gleich meine Stimme. Das tut gut, das tut gut. Auch das 2:1 tut auch wahnsinnig gut. Wir sind wieder in Front. Und hier die 60er 1:0 in Führung gegen Heidenheim. Hm, die sind natürlich auch noch für uns. Darum müssen wir auch immer noch hin und wieder auf die anderen Plätze schauen. Und es ist ja jetzt, nach diesem Spiel haben wir noch genau 10 Spieltage vor uns, die nochmal so richtig Spannung versprechen.
sind ja dann auch noch 30 Punkte zu holen. Aber wir müssen jetzt heute erstmal dieses Spiel hier gut über die Runden bringen. Aber Kempe kommt, Darmstadt 98 über die rechte Seite. Aber da wird er geklärt und Mösmer, Junge, Alter, da fehlt ihm die Spielpraxis, das merkt man hier. Weiter geht's. Da lässt er sich den Ball abnehmen. Alter, das gibt's doch nicht. So, Etzerle. Schön. Schöpf. Alter, da lässt der Selke, der lässt sich so leicht den Ball abnehmen. Ja, der muss ja besser hier. Nein. Und geklärt. Schön dazwischen gegangen hier. Und Koch. Auf. Nein, Junge. Schöpf, Alter. Nein. Petrak. Obacht, Kembe am Ball. Kembe. Kempe flankt hier rein und gut geklärt. Und Alessandro Schöpf. Jetzt der Konter. Durch Davy Selke, aber ein bisschen zu weit nach außen gedrängt. Was macht Davy Selke? Der passt einfach nach innen. Der kann es halt drauf und wieder Koch aus dem Hinterhalt. Koch. Hey. Ja, das, mehr können die Darmstadt-Fans nicht sagen. Hey. Egal, weiter geht's. Davy Selke, wenn er nicht Tore schießt, dann macht er wenigstens was. Ist hier los? Wenn er wenigstens keine Tore schießt, wollte ich sagen, dann macht er wenigstens Torvorlagen. Wie hier das 3:1. Alessandro Schöpf, yes. Richtig. 3:1, auch natürlich das Torverhältnis. Kann auch eine gewichtige und gewaltige große Rolle hier spielen. Im Verlauf dieser Saison. Und weiter geht's. Auf, Männer. Und da wird er geklärt und Freistoß. Oder hat er sich verletzt? Oh, da ist einer draußen. Niklas Füllkrug. Das Lazarett beim Club wird immer größer. Und Davy Selke kommt nicht ran. Da muss ich jetzt mal schauen, der ist, glaube ich, wirklich verletzt. Oh, den tun wir mal sicherheitshalber raus. Wen tun wir dafür rein? Timo Gebhardt war zwar nicht gut in letzter Zeit. Aber egal. Und Gulde rein und dafür einen Mösmer raus. So. Das soweit jetzt unsere... Auswechslungen. Ivana, jetzt habe ich wieder gewusst, was ich sagen wollte. Ich war ganz perplex. Habe nämlich auf den Füllkrug geschaut, was der da außenbahn macht. Und jetzt ist er wieder im Spielfeld, aber der wird ja sowieso jetzt gleich auswechseln. Jetzt Obacht geben. Jetzt Schöpf. Ja, und das sieht man. Schön. Selke, Alter. Junge, den musst du machen. Den musst du doch machen. Den musst du echt machen. Ei. Davy Selke, den hätte er reinmachen müssen. Den hätte überhaupt schießen müssen, ja. Ich weiß nicht, warum der so lang gewartet hat. Das kann nur Gott beantworten. Oder ich mit meinen Fingern. Und Einwurf jetzt. Jetzt wird endlich die ersten Auswechslungen. Und Czeluska auf Koch. Und Mendler kommt nicht hin, Mensch. Wenn konzentrierter hier auch. Wenn zu Werke gehen. Ist hier kein Kindergeburtstag, was wir hier vorhaben. Und Mendler jetzt. Ja, der Junge, der hat noch. Ah, jetzt wollte ich schon sagen, der hat noch Kraft. Aber hat er wohl doch nicht mehr. Und erstmal rausgeklärt, der Darmstädter. Aber Nürnberg wieder am Ball. Mit Czeluska. Spielt hinten rum. André Petrak. Der möchte an Fehler gegen Gondorf. Jetzt heißt es Obacht geben. Gulde ist reinkommen gerade. Ah, verdammte Kacke. Jetzt ist es am Dampfen. Jetzt ist Überzahlspiel.
im Strafraum. Und Ecke, jetzt gibt er Ecke. Jetzt wird es nochmal richtig spannend. Den müssen wir jetzt irgendwie parieren, egal wie. So, Eckball jetzt. Und Selke. Eieiei. Junge, Junge, Alter. Scheiße. 12 Minuten vor Schluss der Anschlusstreffer. Schön, Davy Selke. Jetzt, Junge, hast du einen Ei gemacht, Freunde. Mann, die sind so gut beim Blocken, echt. Was die können, kann ja. Kruzifix, das darf jetzt nicht mehr aus der Hand geben. Eieieiei. Obacht, was ist jetzt? Jetzt gibt er Vorteile. Möchte wissen, für was? Ich habe gar nichts gemacht. Drecksschiri. So, Etzeler. Dann wieder dieser Fehlpass, weil ich mir keine Zeit lasse, obwohl ich ja Zeit hätte. Jetzt Obacht geben, Rakowski. Uiuiuiuiui. Und jetzt Eckball durch Kempe. Aber gut geklärt nach außen durch Pemil und Lappa. Pemil und Lappa, der ist ganz alleine. Wieso geht da keiner mit von denen? Wo ist der Selke, wenn man braucht? Schön nach außen, das frisst Zeit. Etzler! Und schön geklärt. Selke kommt nicht ran. Wieder geklärt, schön, ja. Ja, jetzt haben wir hier alles im Griff. Das müssen wir nach Hause bringen, wenn hier nichts Schlimmeres noch passieren sollte. Wovon ich jetzt nicht ausgehe, aber wenn du solche dummen Fehlpässe machst, einfach dir nur doof den Ball hin und her spielst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du es dann noch zum Schluss an hinten reinkriegst. Echt wahr. Ah, wenigstens noch hier geklärt. Ja, wieder der Fehlpass, ey, echt. Das Pfeifer mal abschieben. Endlich pfeift er ab. Auswärtssieg, Menschenskinder. Ah, ja, ja, ich bin aber richtig enttäuscht. Wirklich ganz, ganz schlechtes und schwaches Spiel von mir. Ich weiß auch nicht, woran das gelegen hat, aber egal, 3 Punkte sind eingefahren. Wir sind weiter mit oben dran und danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.